Hallo aus Bremerhaven. Heute bin ich wieder in meinem Workshophaus und möchte euch zeigen, wie eine Wobble-Karte geht. Auf deutscher Wobble-Übersetzung wackeln. Eine Wackelkarte kann ich euch zeigen. Das ist eine Babykarte für einen Jungen, habe ich gemacht mit dem Set Süßes Häschen. Und ich kann die mal eben rausnehmen, dann seht ihr, was ich meine. Die wackelt. Und für diese Karte brauchen wir jetzt folgendes Papier. Das habe ich schon zugeschnitten. Einmal Aquamarin, halbes A4 Blatt, das heißt 14,9 x 21. Das wird in der Mitte gefalzt. Dann habe ich eine Auflage in Weiß. Die ist das. Das ist 9,5 x 13,9. Dann habe ich hier eine Auflage, die wir prägen werden in 9 x 13,4. Die gleiche mit 9,5 x 13,9 habe ich hier noch zum Reinlegen. Die wird hier reingemacht zum Beschriften. Dann habe ich hier noch ein Reststück für den Spruch. 3 x 8. Ich schreibe unten alles in der Shortbox rein. Die ganzen Maße und auch welches Material ich benutzt habe. So, einmal Papier, weißes Papier brauchen wir jetzt für die Stempel. Das, was wir nicht brauchen, packe ich erstmal beiseite. So, Wobbles sind diese hier. Kann ich euch zeigen. Seitlich seht ihr das. Das ist das, wo der mit wackelt. Das ist eine sehr schöne, niedliche Karte. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das hier sind die Wobbles. Die habe ich von stempelmühle.de bekommen. Den Link setze ich euch unten noch rein. Die sind selbstklebend. Das heißt, das kommt auf den Teil rauf, auf dem Häschen. Und das wird dann auf der Karte geklebt. Einen brauchen wir davon. Den packe ich schon mal eben beiseite. Den Rest brauchen wir nicht. So, Stempel. Das ist wieder so ein Dreifachstempel. Ich stempel in der Farbe Sahara Sand. Mit der hellsten fange ich auch an, dann in Savanne und Wildbeere, Wildleder. In Wildleder habe ich dann auch unseren White Marker, da male ich dann die Augen und die Nase noch mal ein bisschen mit nass. Und zum Stempeln habe ich jetzt hier die Fashion Press von We Are Memory, aber es gibt im nächsten Jahres Hauptkatalog den Stamperatus, komischer Name, aber so heißt der. Von Stamping Up und der hat macht dasselbe, nur der hat zwei solche Acrylplatten, die man dann auch versetzen kann. Wenn der kommt, zeige ich euch das natürlich sofort. So, mit dem Stempel fangen wir an. Mit dem ganzen kompletten. Legen das hier auf. Das Papier, ganz wichtig, immer darauf achten, dass es in der Ecke ist. Ja. Da ist der jetzt drauf. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, dann stempel ich den mit Sahara-Sand, ganz hell. Es kann sein, dass es beim ersten Mal noch nicht so gut deckt. Dann stempel ich das notfalls auch zweimal. Sehr hell. Machen wir nochmal. Das ist das Schöne. Hier können wir das 2, 3, 4, 5 Mal machen. Das habe ich auch mit dem Panda gemacht, damit der richtig schön schwarz war. So, das sollte das aber sein. Genau, das reicht. Ein bisschen abwischen. Mit einem Feuchttuch, das reicht bei denen. Und den nächsten dann. Sahara Sand brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir jetzt Savanne.
Den können wir wieder raufpacken. Den zweiten Bären, den legen wir jetzt richtig schön rauf, dass man das auch sieht. Ja, so ein bisschen sehen. Das ist jetzt so ein bisschen. Doch, jetzt passt es. So, Papier ist in der Ecke. Wieder rauf. Ja, das Papier wieder rein. Das ist nicht schlimm. Das wird eh ausgeschnitten. Jetzt. Also wir stempeln immer von hell nach dunkel. Fangen mit hell an und werden langsam dann dunkler. Okay, das ist sehr schön geworden. Mal wieder sauber machen. Und nehmen dann den letzten. Wieder in die Ecke rein. Ein bisschen sieht man das, wo der rauf muss. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wieder Papier in der Ecke. So, den brauchen wir nicht mehr. Dann kommt jetzt Wildleder. Das ganz dunkle. Okay. Wieder rein. Sehr schön. Den wieder sauber machen. Okay. Und wieder hier rauf. Gut. Das war dieses. So, jetzt mache ich noch mal eben ein bisschen mit dem Breitmarker, die Augen. Okay, so, jetzt schneide ich den aus. Ich hoffe, ich komme nicht zu weit außen. Bild raus. So, wie ihr seht, ausschneiden. So ein bisschen Platz lasst, so Millimeter. Das sieht immer sehr schön und sauber dann aus. Und wenn ihr dann wirklich ein bisschen schief und zackig schneidet, das fällt gar nicht auf. Das ist das Schöne. Denn beim Stanzen ist auch immer noch ein bisschen weiß, wenn es denn Stanzschablonen gibt, aber im Moment gibt es hier ja keine für. Sehr schön, passt. Gut. Jetzt glätte ich noch mal eben so ein bisschen die Schneidekanten, dass das ein bisschen sauberer aussieht. Okay, und dann können wir den erstmal beiseite packen. Den brauchen wir im Moment nicht. So, jetzt brauchen wir das Reststück. Die dreifach Fähnchenstanze. Ich habe euch mal eben da aus dem Bild geschoben, in der Hoffnung, dass es nicht passt. So, jetzt. Die brauchen wir nicht mehr. Den Müll mal eben entsorgen. Ich habe jetzt aus dem Stempelset den Spruch ein kleines Geschenk für ein großes Wunder genommen und stempel dann anschließend den Aquamarin mit der mittleren Blüte. Und ganz zum Schluss wird er noch geinkt.
So, das ist jetzt Wildleder. Ich musste das jetzt nochmal drehen. Und da das erste, beim ersten bin ich komplett aus dem Bild gewesen. Ja, sehr schön. Passt. Wichtig, immer wieder Stempelkissen, wenn ihr sie nicht braucht, gleich wieder zumachen. So, jetzt brauche ich ein Fingerschwämmchen und die mittlere Blüte habe ich schon auf dem Stempelblatt. Wie ihr das dekoriert, ist euch eigentlich überlassen. So, und jetzt Fingerschwämmchen. Nicht den Finger, sondern das Fingerschwämmchen. Und schön inken. Somit braucht ihr das nicht farblich hinterlegen. Das ist beim Inken immer sehr schön. Ich für meinen Teil inke sehr gerne. Da kann man ganz, ganz viel mit kaschieren, wenn man ein bisschen schief geschnitten hat. So, das war das. Packen wir erstmal weg. Dann brauchen wir jetzt die Karte, die Grundkarte, die beiden. Und das wird jetzt geprägt mit dem Prägefolder. Das ist der Prägefolder, wie schon gesagt, Blütenregen. Der ist 6x6 Inch, also 15,2 x 15,2 cm. Und da könnt ihr den mittig, seitlich anlegen, wie ihr möchtet. Ich möchte so ein bisschen hier mehr Blüten. Das sind im Prinzip, das sollen Blüten sein, aber es sieht aus wie Herzen. Daher ist das sehr schön. So, jetzt muss ich den ein bisschen vorsichtig hinstellen, weil das wackelt alles. Einmal durch die Big Shot. Geht ganz einfach. Einmal reicht auch. Ich habe die Grundplatte, eine Acrylplatte, den Prägefolder und dann noch eine Acrylplatte, wie ein Sandwich. So, jetzt müssen wir kleben. Sehr schön, der sieht sehr gut aus. Jetzt brauchen wir Kleber. Können wir schön schieben, wenn wir es denn müssen. Aber das sieht gut aus. So, erstmal klebe ich eben von innen das rein. Somit kann die Karte schön von innen beschriftet werden. Sieht auch immer sehr schön aus. So, das ist trocken. Was ihr seht, was ich hier immer begradige, ist das Papier. Ab und zu hat das mal so eine kleine Kante und das mache ich dann eben wieder mit dem Fingernagel so ein bisschen gerade, dann sieht das sauber aus. Das passiert beim Rausziehen, wenn ich das aus der Tasche rausziehe, aus dem Papier rausziehe. So, hier gibt es Dimensionals. Dann nehme ich die großen, bin heute großzügig. So, und jetzt brauche ich noch wieder einen Wobbel. Den ziehe ich jetzt. Ne? Der will nicht. Okay. Der will partout heute nicht. Doch, der hat zu wollen. Klebt. Das ist das Schöne an den selbstklebenden. Meine Pinzette auf den Hasen draufkleben. Sehr gut. So, von hinten abziehen. Darauf.
schon jetzt ab. Wenn es dann geht. Das funktioniert. Den Müll noch mal eben entsorgen. Und eine Schleife. Das ist Aquamarin aus der alten Celebration. Schon ewig her, aber ihr seht, die Bänder, die Farben bleiben immer wieder, passt immer perfekt dazu. Vor allem glänzt das schön. Wenn ihr euch wundert, ich schmeiße immer alles in meinen zusammenfaltbaren Mülleimer. Bisher habe ich auch immer getroffen. Sollte Interesse an so einem Mülleimer mal bestehen, einfach bei mir melden. Irgendwie bekommen wir das dann. So, fertig. Sehr schön. Das sind jetzt die Karten. Das ist die und hier noch eine mit einem Osterhasen, pünktlich zu Ostern. Die ist von innen, die ist eben halt anders aufgeklappt. Und ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Seid kreativ und vor allen Dingen bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Zeit des Öfteren mal. Jetzt drehe ich gleich noch mal eben das Video von dem Inhalt meiner Küche ab. Die Küchenzeile, das hatte ich ja in der Vorstellung des Workshopsraumes schon versprochen. Und somit bleibt gesund. Tschüss!